Eine Userin hat mir einen ganz interessanten Fall zum Erbrecht geschildert. Sie sei die einzige Tochter ihres Vaters. Der Vater habe neu geheiratet und per Testament diese neue Ehefrau zur Alleinerbin eingesetzt. Als der Vater jetzt tot war, hat die Tochter natürlich die neue Ehefrau gebeten, ihr Auskunft über das Vermögen des Vaters zu machen, das heißt über die Erbmasse. Die neue Ehefrau hat gesagt, es sei nichts da. Die Userin wusste aber, dass der Vater kurz vor seinem Tod eine 500.000 Euro an die neue Ehefrau verschenkt hat. Und so konnte sie, obwohl sie keinen Pflichtteilsanspruch mehr geltend machen, einen Pflichtteilsergänzungsanspruch geltend machen. Dieser Pflichtteilsergänzungsanspruch hilft nämlich dabei, wenn der Erblasser absichtlich sein Vermögen verringert hat, um die Erbin oder die Pflichtteilsberechtigte zu schädigen. Und genau das war hier der Fall. Der Vater hatte ja extra die 500.000 vor seinem Tod an die neue Ehefrau verschenkt, sodass nämlich tatsächlich keine Erbmasse mehr da ist. Und so konnte der Userin geholfen werden, die hat ihren Pflichtteilsergänzungsanspruch geltend gemacht und der war genauso hoch wie der Pflichtteilsanspruch.